Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Arminia Bielefeld. Wir sind am Start mit den nächsten Spielen im European International Cup gegen Crotone und wenn wir das gewinnen sollten, vielleicht im Halbfinale dieses internationalen Turniers. Übrigens, meint ihr eigentlich, ich habe das gerade schon mal kommentiert, aber ohne Audacity überhaupt anzuhaben. Wir wollen gar nicht erst so anfangen, allerdings ist das trotzdem sehr, sehr traurig gewesen und ich ärgere mich darüber, aber jetzt kommentiere ich halt nochmal und dann habe ich nochmal ein bisschen mehr Ahnung, was so in den Spielen vor sich geht. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Wir stellen unsere Mannschaft auf für das Spiel gegen Crotone, weiterer italienischer Vertreter. Wir haben ja schon gegen Vicenza gespielt, das war 0-0, das war in Ordnung, aber heute muss es nochmal ein bisschen besser werden. Wir wollen natürlich als Gruppenerster in das Halbfinale einziehen. Das wäre sehr, sehr schön, dann kriegen wir den schlechteren Gegner aus der Gruppe B. So, kurze Info nochmal, ich habe gelesen einige Sachen und da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen und zwar unter anderem, dass unser Team für die erste Bundesliga noch nicht stark genug ist. Das sehe ich genauso. Zumindest auf einigen Positionen, gerade in der Defensive stimmt das. Wir haben da noch ein bisschen Nachholbedarf. Allerdings haben wir mit Maso schon mal einen relativ ordentlichen Ersatzverteidiger geholt, beziehungsweise Stammverteidiger von mir aus auch. Also da auf jeden Fall eine Option auf rechts. In der Mitte haben wir Christensen und haben wir zwei Talente und die musst du halt auch fördern und spielen lassen, damit die im Rating steigen. Auf links sind wir ja an Angelino dran, dem Linksverteidiger von City. Wenn das klappt, funktioniert das auch ganz gut. Ich denke mal, ehrlich gesagt, dass da, also es wird noch ein bisschen was passieren. Ich nehme ja immer im Voraus auf, dementsprechend weiß ich das schon. Es wird noch ein bisschen was passieren, ja, das kann ich euch versprechen. Es wird noch einige coole Transfers geben, aber wer das genau ist, werdet ihr erst in den nächsten Episoden erfahren und ich werde nochmal genauer darauf eingehen, was das für Transfers sind. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr davon haltet, aber es sind einige Wunschspieler dabei. Ich habe nochmal geguckt, so ein bisschen, was ihr vorgeschlagen habt und habe auch ablösefrei versucht, Spieler zu holen, beziehungsweise was heißt ablösefrei, beispielsweise auch per Laie. Ob das geklappt hat, sehen wir in den nächsten Episoden. Jetzt spielen wir erstmal gegen Crotone, versuchen uns zusätzliches Transferbudget zu holen und das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Das letzte Spiel der Vorrunde des European International gab Bielefeld als deutscher Vertreter gegen Crotone, den zweiten italienischen Vertreter, auf den die Arminia trifft, nach dem Spiel gegen Vicenza, heute also gegen den Zweitligisten. Die Arminia ist aufgestiegen in die erste Fußball-Bundesliga, auch dank Wolfgang Hesel, dem Kapitän der Arminia, der heute wieder im Kasten stand, die beste Zweitliga-Defensive der Geschichte hinter sich bzw. vor sich hatte und heute natürlich beweisen wollte, dass das nicht von ungefähr kam und in der ersten Liga genauso sein kann. Die erste Chance hat allerdings natürlich Crotone, schöner Versuch hier, aber Hesel ist natürlich da, hält diesen Ball. Die anschließende Ecke wird aber genauso gefährlich. Bielefeld scheint in der Anfangsphase nicht so wirklich statt. Das ist die Ecke auf den ersten Pfosten gespielt. Da ist der Pfostentreffer und nochmal ist da Hesel. Das war ganz, ganz gefährlich. Leto scheitert dann aber ja, nach knapp 20 Minuten an dem deutschen Keeper. Auf der anderen Seite Flanke auf Gilici. Iheanacho 1-0 nach 43 Minuten. Das ging viel zu einfach und viel zu schnell, vor allem für die Defensive des italienischen Zweitligisten. Die Flanke von Dennis Mast, der wunderbar freigespielt wird auf der linken Seite, hat keinen wirklichen Gegnerdruck und die Flanke ist dann einfach ideal. Iheanacho ist vor seinem italienischen Innenverteidiger Kollegen am Ball und drückt den rein zum 1-0. Es ging weiter mit Action von Arminia Bielefeld. Die hatten jetzt Blut geleckt. Arminia Fahne mit der Ecke und zwar auf Sonko Sundbeck. Der legt ab auf Jobbeck und der versucht es mal, aber abgefälscht und nicht mehr weiter gefällt. Da waren 50 Minuten rum. Das heißt, wir sind im zweiten Durchgang und weiter machte Bielefeld Action. Das ist auf der linken Seite Börner, auf der rechten Seite ausnahmsweise mal. Jobbeck versucht es. Das war gar nicht mal so schlecht, aber der zurückgekehrte Leihspieler kannte sich bisher noch nicht so wirklich beweisen. Dann mal ein Versuch von Crotone. Das war nicht sonderlich gefährlich. Allgemein passierte nicht mehr so viel Gefährliches. Wir springen in die 80. Minute und dann ist der Ball da auf Michael Görlitz eingewechselt, der hat viel zu viel Platz, ist im 16er und macht es alleine, macht das 2-0 die Entscheidung und damit das Weiterkommen von Bielefeld, ganz klar. Wunderbarer Treffer vom rechten Mittelfeldspieler, der ist da einfach auf der Seite viel zu unbewacht, keiner ist irgendwie bei ihm, er hat viel Wiese vor sich und nutzt das dann natürlich auch eiskalt aus. Bielefeld gewinnt also das zweite Spiel in diesem European International Cup nach dem Unentschieden gegen Vicenza und dem ersten Sieg gegen Sulte Waregem. Natürlich will man jetzt weiter einziehen ins Halbfinale, beziehungsweise durchs Halbfinale, ins Finale dieses Turniers, das hier in Norwegen ausgetragen wird. Und die Fans, die sind richtig froh darüber, dass es momentan so gut läuft. Michael Görlitz zusammen mit Gilici Iheanacho, der das Anfangstor gemacht hatte, der Matchwinner. Er machte das entscheidende 2-0. Und Crotone, für die lief es nicht so gut. Die verlieren gegen den deutschen Vertreter mit 0-2. Das sah doch mal alles andere als schlecht aus. Ich denke mal, das kann man auf jeden Fall so durchgehen lassen. Das war erstmal stark gemacht mit der Flanke von Mast auf Iheanacho. Das können wir gerne öfter so sehen. Und dann natürlich in der zweiten Halbzeit irgendwann mal die Chance genutzt zu kontern. Und dann hat Görlitz das auch eiskalt eingenetzt. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Natürlich wollen wir das im Halbfinale jetzt genauso fortsetzen. Manchester City sagt weiterhin, das Angebot für Angelino ist inakzeptabel. Allerdings haben wir ein bisschen Geld dazu bekommen mit 5 Millionen Transferbudget sogar. Und können deswegen auch 1,25 Millionen für den Linksverteidiger der Citizens bieten. Mal sehen, ob sie das dann endlich annehmen würden.
neuen Linksverteidiger können wir auf jeden Fall gebrauchen, denn nur Schuppan oder nur Börner, der gar nicht spielen kann eigentlich, sind nicht so ideal. Aktuell ist aus Niederlanden haben wir auch noch, das ist aber nicht so interessant. Wir haben da nur ein paar Spieler, die mich nicht so wirklich interessieren. Wir scouten auch niemanden wirklich davon, soweit ich mich erinnern kann. Gucken wir nur mal die Stats an. Doch den scouten war okay, alles klar. Haben wir direkt mal widersprochen, aber macht ja auch nichts. Er hat übrigens über 90 Körperstärke, was ganz interessant wäre, aber Innenverteidiger habe ich schon mal im Plan. Keine Sorge, da wird in den nächsten Episoden auf jeden Fall noch was kommen. Und dazu möchte ich mich jetzt nochmal äußern, und zwar folgendes. Ich habe jetzt gelesen bei Hannover beispielsweise oder bei Bielefeld oder bei Newcastle, der und der Transfer ist unrealistisch. Ihr müsst aber auch mal sehen, in aktueller Sicht oder aus aktueller Sicht, als Bielefelder Zweitligist, beziehungsweise mit Bielefeld als Zweitligist, das ist natürlich unrealistisch, dass man Leute auch wie Ryan Gold holt. Aber es ist FIFA zum Ersten und Zweitens, wir sind jetzt in der ersten Liga, wir müssen Spieler holen. Und das ist vielleicht auch realistisch, wenn wir jetzt einen Angelino holen, weil wir halt in der ersten Liga spielen und als Erstligist ihm Spielpraxis in der ersten Liga garantieren können. So unrealistisch ist das nicht. An sich natürlich, dass er bei Bielefeld spielt, aber nicht, wenn Bielefeld genauso spielen würde, wie wir jetzt hier im Karrieremodus, dann wäre es nicht unrealistisch, dass solche Spieler kommen würden. Ich denke mal, ihr versteht, was ich meine, ich hoffe es zumindest. Und genauso ist das bei Hannover. Wenn wir jetzt in die Euroleague kommen sollten, am Ende der Saison, was jetzt nicht so wahrscheinlich ist, aber was passieren könnte, auch dann können wir uns gute Spieler holen. Ja, und genauso sieht es bei Newcastle aus. Wir sind jetzt in der Euroleague nach dem, ne, also zumindest wenn alles funktioniert. Ich glaube, wir sind Sechster oder Fünfter. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch runterrutschen können. Auf jeden Fall sieht es sehr, sehr gut aus. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch versuchen, irgendwie, ja, dann in der Euroleague bestehen zu können. Und dafür braucht man Neuzugänge, die auch qualitativ gut sind und Qualität mit reinbringen. Ne? Ich denke mal, das ist relativ verständlich, ich denke mal, ihr versteht das. Das wird bei Hannover so sein, das wird bei Bielefeld so sein, das wird bei Newcastle so sein. Ich werde da jeweils explizit nochmal was zu sagen, aber ich denke mal, das Grundprinzip solltet ihr verstanden haben. Ich muss das allerdings in allen drei verschiedenen Karrieremodi sagen, weil nicht alle alles gucken, aber das ist nicht so schlimm, denn an sich erkläre ich das ganz gerne. Ich denke mal, das macht auch mehr oder ergibt mehr Sinn, wenn ich das öfter mal erkläre, beziehungsweise wenn ich es wirklich veranschauliche. Ja, ein Beispiel von Angelino ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Der ist bei den Citizens, da ist er Ergänzungsspieler, bei uns ist er in der ersten Liga Stammspieler und natürlich sind wir Bielefeld, aber wir sind halt Erstligist. Wir sind Aufsteiger, wir sind ambitioniert und das wollen wir natürlich auch anhand unserer Transfers zeigen. So, wir stellen übrigens noch Davari ins Tor, das heißt den ehemaligen ihr wisst, ich kann es nicht aussprechen, aber egal, auf jeden Fall mal als Ersatz für Hesel. Wird auf jeden Fall spannend gegen Birmingham. Ich wünsche euch viel Spaß und uns natürlich den Finaleinzug. Mal sehen, ob das klappen wird, aber ich bin zuversichtlich. Wir sehen uns gleich wieder. Arminia Bielefeld im Halbfinale des European International Cup gegen Birmingham City. Das sieht nach einer sehr interessanten Partie aus und genau die sollte es auch werden. Viele mitgereiste Fans, sowohl aus England als auch aus Deutschland. Der Weg nach Norwegen ist nicht zu weit und gerade viele Bielefelder hatten diesen Weg mit ins Trainingslager der Arminia angetreten und das auch vollkommen zu Recht, denn die Mannschaft spielt einen super Fußball, war souverän bisher durch dieses Turnier gewandert. Auf der anderen Seite Birmingham City auch nicht so weit entfernt, wenn man mit dem Flieger geht von Norwegen. Von daher geht das auf jeden Fall klar und auch davon waren viele Fans mitgereist. Bei Bielefeld unter anderem die Neuzugänge Marzo und Hogan der Verteidigung, genauso wie Waldemar Anton, das heißt drei neue hinten defensiv drin, vorne gab es keine Überraschung, die Elf genauso aufgestellt, wie man es erwartet hat, auf der anderen Seite haben wir im Tor Kuschak, davor Cadis, Morrison, Edgar und Grounds, wenn Sie die nicht kennen, Morrison der Kapitän, der Schotte in der Innenverteidigung, davor Kieftenbelt zusammen noch mit Gleason, Cotterill, Shinny, Novak und in der Sturmspitze Thomas, das sieht an sich nicht schlecht aus, viele Schotten dabei und natürlich gerade für den Landsmann dieser Schotten, für Ryan Gold, eine besondere Partie gegen seine Nationalmannschaftskollegen. Wir springen rein in die Partie und die begann mit Birmingham City, obwohl Bielefeld drückender war, hatten die erste Chance, das ist Novak mal mit dem Schussversuch, aber Hesel mit einer klasse Parade verhindert das 0-1 nach knapp einer Viertelstunde. Die anschließende Ecke reingebracht von Cotterill, natürlich war es nicht Hesel, der den Ball gehalten hat, sondern Davari, der heute im Kasten stand und auch diesen Ball hält der iranische Nationaltorwart relativ locker und leitet direkt mal den Gegenangriff ein. Das ist Marzu, italienischer Neuzugang, ablösefrei gekommen mit dem schönen Ball in die Spitze und Melvin Lorenzen ist deutlich schneller als Kieftenbelt, setzt sich hier auf der Seite durch, der Deutsche in der Klasse gemacht, aber dann ein bisschen zu uneigennützig, erstmal die Chance verschenkt, die Flanke nochmal, aber da kommt Tim Diersten dann nicht mehr ran und dementsprechend weiterhin 0-0. Trotzdem war Bielefeld jetzt die drückendere Mannschaft, das ist wieder Marzu über die rechte Außenbahn, macht das gut, die Flanke auf den zweiten Pfosten, aber dann gerade noch so abgewehrt von der Defensive der Engländer, das war gut gemacht, sowohl auf der einen Seite von Bielefeld als auch auf der anderen von eben Birmingham, genauso wie dieser Angriff. Cadis hat die Chance, der Pfosten rettet und dann ist Waldemar Anton da und macht das da ganz souverän gegen Thomas. Das war die größte Chance im ersten Durchgang für Birmingham City und gleich war Arminia Bielefeld verunsichert, die nächste Chance wartete direkt mal Shinny mit dem Ball natürlich wieder auf Thomas, aber Davari ist da und hält auch diesen Versuch der Birminghamer. Das sah alles andere als gut aus in der Defensive und in der Offensive, wurde es dann deutlich besser. Christensen mit dem Ball auf Kelechi Iheanacho, Diersen kommt da irgendwie noch ran, legt ab auf Amina Fahn und der kann sich irgendwie durchsetzen gegen Kieftenbelt und der Versuch aus der Defensive, beziehungsweise aus der Distanz, aus der Defensive, aus der zweiten Reihe, wird abgewehrt und zur Ecke geklärt. Die reingebracht, natürlich ebenfalls von Amina Fahn, der schwedische Freistoßspezialist, auf Erik Horgan, der legt nochmal ab auf Ryan Gold und der zieht ab und macht das 1-0. Wir sind in der 54. Minute und
und das ist der Führungstreffer für Arminia Bielefeld. Wunderbar abgelegt vom norwegischen Neuzugang. In seinem Heimatland kann er sich direkt mal beweisen, will sich natürlich auch für die A-Nationalmannschaft empfehlen und so geht das am besten, denn es gibt Aufmerksamkeit auf diesem Turnier in Norwegen und hier bereitet er das Tor wunderbar vor. Dann legt der Tim Diersen ab nach der nächsten Ecke wieder auf Ryan Gold. Der Versuch ist gut, aber Kuschak ist da und hält dir das 1:0 aus Sicht seiner Mannschaft fest. Trotzdem war Bielefeld deutlich überlegen. Das ist Melvin Lorenzen. Schöner Ball wieder mal auf Ryan Gold und der flankt zurück auf diesen Melvin Lorenzen, der ehemalige Top-Torschütze der Zweitligasaison, kann hier den Ball aber nicht im Kasten unterbringen. Es versuchte nochmal Birmingham in der Offensive. Das ist nochmal Cotterbelt. Der zieht in die Mitte. Der Flankenversuch und das ist ganz gefährlich. Edgar scheitert aber tatsächlich an Davari. Es ist schwerer, den nicht reinzumachen, als den reinzumachen. Aber der Iraner hält diesen Ball und dann die letzte Chance der Partie. Lorenzen im 16er wieder zu uneigensinnig und dementsprechend leichtfertig vergeben. Es war aber auch egal, denn nach diesem Abschluss war dann Schluss. Amina Fahne, Schwede. Andreas Christensen, Däne und natürlich Erik Hogar, der norwegische Neuzugang. Alle Skandinavier und alle im Finale des European International Cup stattfinden. Momentan in Norwegen, das heißt in Skandinavien. Für alle drei natürlich ganz was Besonderes. Und für Ryan Gold natürlich ein sehr besonderes Spiel, dass er hier mit seinem Treffer gegen seine schottischen Kollegen den Sieg erzielen konnte. Die mitgereisten Fans waren auch sehr zufrieden. Jetzt dürfen sie sich aufs Finale freuen. Das Spiel mal gegen Sulte Waregem. Das wird auf jeden Fall wieder interessant. Hinrunde haben sie gewonnen. Wie es jetzt laufen wird, wir werden sehen. Birmingham ist raus und Bielefeld ist weiter. Besser jetzt gar nicht laufen können eigentlich. Ryan Gold trifft endlich mal wieder. Hogar macht auch noch die Vorlage in seinem Heimatland. Also ist eigentlich echt ganz schön. Waregem ist unser Gegner, gegen den wir letztes Mal gewonnen. Das muss nichts heißen, denn im Finale ist immer alles ein bisschen anders. Es kann natürlich passieren, dass wir jetzt richtig aufs Maul bekommen. Es kann auch passieren, dass wir die richtig wegwichsen. Ne? Wisst schon Bescheid. Aber wir werden sehen, was da so passieren wird. Tim Diersen, ja, da möchte ein bisschen mit mir reden. Ist in Ordnung. Wir loben unsere Bielefelder vor der Partie am Transferangebot. Für Davari hat sich also direkt mal gelohnt, den spielen zu lassen. Wir wollen ein bisschen mehr haben. So ein bisschen Marktwert wäre ganz schön, wenn Duisburg noch ein bisschen mehr zumindest bieten könnte. 450.000 verlangen, weil wir gehen auch schon bei 375.000 drauf ein, aber ein bisschen mehr als 325.000 wäre doch ganz schön. Das Turnierpreisgeld tut uns auch sehr gut, denn somit können wir unsere Mannschaft noch verstärken. Zunächst einmal geht's aber ins Training und ihr werdet in den nächsten Episoden sehen, ihr braucht keine Vorschläge mehr machen, weil ich weiß, dass in meiner Zeit jetzt gerade das Transferfenster schon vorbei ist. Aber keine Sorge, wir haben coole Transfers gemacht. Ich habe mich an euch ein bisschen gehalten und ich denke mal, das haben wir auf jeden Fall ganz gut gemacht. Wen ich nicht geholt habe, ist Schwab. Das liegt daran, dass er so teuer war. Wir haben nicht die Mittel, um solche Spieler zu holen für 4 Millionen oder sowas. Aber ich denke mal, trotzdem Transfers, die ich gemacht habe, waren auf jeden Fall ganz cool und werden uns in der ersten Liga weiterhelfen. Das Training, ihr seht schon, ist momentan ein bisschen langweilig. Hogar ist nicht vielversprechend, wie auch immer das funktioniert mit so einem Potenzial. Aber was soll's, wir werden schon sehen, wir werden schon irgendwie hochpushen, unseren schottischen jungen Nationalspieler. Das wird schon. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns bei der nächsten Episode wieder, dann im Finale des European International Cup. Bis dann. Haut rein und ciao.